Bei Schlag den Star gibt es ständig neue, interessante, ja geradezu revolutionäre Spiele zu bewundern. Doch wie schafft es die Redaktion bloß, immer wieder neue Ideen rauszuhauen? Wie gelingt es, dem Volk stets sein heiß ersehntes Opium zu liefern? Wir haben hartnäckig nachgeforscht und der Schlag den Star Spieleredaktion einen kleinen Besuch abgestattet. Sehen Sie nun unseren exklusiven Enthüllungsbericht. Mysterien der Show. Wer sich die ganzen Spiele wirklich ausdenkt. Für unsere Reportage haben wir einen Termin bei Corinna K. erhalten, die bei Schlag den Star als Head of irgendwas in vielen Belangen die Strippen in der Hand hält. Mist, können wir das nochmal machen? Ja, wir würden halt gerne einfach mal wissen, wie das ist mit den ganzen Spielen. Woher kommen diese ganzen tollen Ideen? Ja, die sind schon toll, ne? Dafür haben wir extra ein Team. Lauter Spezialisten, Fachleute, die sich nur darum kümmern, die besten, spannendsten Spiele für die Show zu kreieren. Ja, das ist ja interessant. Können wir da mal einen Blick reinwerfen? Nee. Das geht leider nicht. Die Kollegen müssen sich konzentrieren. Corinna, hast du mal kurz einen Augenblick? Was, siehst du nicht, dass ich hier gerade beschäftigt bin? Aber es geht ja nicht nur um die Spiele allein, die Sendung so unterhaltsam machen. Es ist auch die Dramaturgie, dieser gezielte Wechsel zwischen Spannung und dann wieder Durchatmen, Duell, Werbung. Dieser Spannungsbogen, der ist es, der alles. Das wäre echt wichtig. Wir haben ein Problem bei den Spieleproben. Aber keine Toten, oder? Nicht schon wieder, keine Toten. Das weiß ich nicht, der Krankenwagen ist noch nicht da. Tut mir leid, ich bin hier einfach unentbehrlich. Ich muss mal eben... Hey, Chris. Moment. Können wir kurz mal mit Ihnen reden? Nee, sorry. Also ich darf Kamera aus. Nee. Warum denn nicht? Wir könnten einfach mal eben kurz hier reingucken und... Nee, Kamera aus. Nee, wir haben hier richtig Druck. Also bitte, ich darf nicht mit euch reden. Hallo, nicht filmen. Durch einen glücklichen Zufall kann unser Team Kontakt zum Leiter der Schlag den Star Spieleredaktion aufnehmen. Da er Konsequenzen fürchtet, möchte er lieber unerkannt bleiben. Sorry, ich darf nicht mit euch reden. Sie haben Angst um Ihren Job? Was? Nein, ich würde sofort kündigen, aber... Wir haben meinen Hund. Wie jetzt? Ihren Hund? Wer denn? Entschuldigung, nee, sorry, mach das aus. Es geht direkt zur Chefetage. Ich bekomme richtig Stress, dass ich überhaupt mit euch rede. Sie haben meinen Hund geklaut. Das ist doch das Einzige, was ich habe nach der Scheidung. Der Leiter der Spieleredaktion hat sich bereit erklärt, unserem Team einen exklusiven Einblick in die Arbeit der fleißigen Spieleerfinder zu gewähren. Und das ist alles abgesprochen, ja? Ja, Logo. Okay. Dann kommt mal mit. Also ich muss jetzt direkt sagen, unser Budget ist super knapp, deswegen ist unser Team ein bisschen speziell. Okay. Hallo! Na? Und? Wie läuft's? In der sogenannten Spieleredaktion von Schlag den Star konzipieren und entwerfen die Mitarbeiter neue Spiele für die Sendung. Die Produktionsfirma setzt dabei auf noch unverbrauchte kreative also, Freigeister. Ja, okay, hier sind eure neuen Konzepte. Was ist das? Dinosaurier, okay. Und wie meinst du, wie bekommen wir den Dinosaurier ins Studio? Ich meine, die sind ausgestorben, ne? Die gibt's nicht mehr. Warum? Ja, warum? Keine Ahnung warum. Ist doch auch egal. Also so geht das Spiel auf jeden Fall nicht. Ich muss da irgendwas anderes zeichnen, ne? Ich muss auf Toilette. Du musst auf Toilette. Leute, ernsthaft. Wir haben total Stress. Morgen um 12 Uhr müssen alle Spiele stehen. Wir haben eine Deadline. Was ist eine Deadline? Ist doch egal. Aua. Der Druck, der auf den Spieleredakteuren bei Schlag den Star lastet, ist enorm. Der Redaktionsleiter verzweifelt angesichts der verfahrenen Situation. Also die Leute da draußen, die Zuschauer, die denken immer, Spiele ausdenken wäre ein Kinderspiel, ist es aber nicht. Ach so, nee, das war ist jetzt ein bisschen komisch, ne? Also soll ich mal neu anfangen? Also ich meine, haben Sie nicht mal mit Ihren Vorgesetzten gesprochen, also dass Sie richtige Mitarbeiter brauchen, erwachsene Leute? Ja, das war früher so, als noch Schlag den Raab war. Da gab es noch Geld, ja, Budget. Und jetzt rechnet sich nicht. Und als ich den Mund aufgemacht habe, haben sie mir den Hund weggenommen. Ich hoffe nur, dass es ihm gut geht. So, jetzt eben es gehen. Sorry. Ja, also gleich werden die Kinder abgeholt und die Eltern sollen ja nichts merken.
Aber mit einer guten Idee ist es noch nicht getan. Der Weg vom Konzept bis zum fertigen Spiel in der Show ist noch lang. Im nächsten Schritt müssen die fleißigen Handwerker in den Werkstatthallen der TV-Produktion aus den ambitionierten Designs der Spielemacher, die raffinierten Konstruktionen und die atemberaubenden Kulissen zimmern, für die Schlag den Star von Fans und Bewunderern so heiß geliebt wird. Und als letztes, Dinosaurier, wie lange brauchst du dafür? Die sind ausgestorben. Ich weiß, habe ich auch gesagt, aber geht nicht anders. Na, super. Weitermachen, Leute! Und schließlich müssen die Spiele auch noch unter realen Bedingungen getestet werden, um in der Sendung absolute Sicherheit für die prominenten Kandidaten zu gewährleisten. Abbruch, Abbruch! Kann man jemand noch einen Krankenwagen rufen? Stell dich nicht so an, das ist nur eine Fleischwunde. Ich hol den Verbandskasten. Hey, kann mir vielleicht hier noch mal jemand helfen? So, was habt ihr denn hier verloren? Ich hab gesagt, ihr sollt oben warten. Security, raus hier! Hey, Entschuldigung! Ja, lass mich los, Ruhe! Ich habe Presseausweis! Wie immer haben wir die Verantwortlichen mit unseren schockierenden Recherchen konfrontiert. Und wie immer streiten sie alles ab. Also ich weiß nicht, wer jetzt wieder so einen Müll erzählt, ja? Ich muss es jetzt hier wieder gerade biegen oder was? Also ganz im Ernst, Kinder arbeiten bei uns nicht. Also meistens jedenfalls. Und Sicherheit hat bei uns absolute Priorität. Ist das Ihr Hund? Ja, das ist mein Hund. Machen Sie mal hier das Handy aus. Ja. Obwohl die Macher der Show unserem Team weitere Aufnahmen untersagt haben, konnten wir doch zumindest einem der mannigfaltigen Missstände rund um Schlag den Star ein Ende bereiten. Gabi, da bist du ja. Hallo. Und damit das klar ist, du brauchst hier gar nicht wieder auftauchen. Hier ist deine scheiß verfickte Kündigung und f*** dich. Gabi, wir sind frei. Komm mit, wir sind frei.